Nach Julia Herr kommt Peter Hauptmann, der ÖVP-Abgeordnete, zu Wort. Er ist Vorstandsvorsitzender des österreichischen Genossenschaftsverbandes. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Frau Minister, geschätzter Herr Staatssekretär, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren an den Fernsehbildschirmen. Ja, es ist ein guter Tag heute, nicht nur für die Energie, sondern für unser ganzes Land. Und es ist sehr erfreulich, dass es zu diesem Paket gekommen ist und dass alle, die Interesse am Klimaschutz haben und an der Energiewende, hier einen Beitrag geleistet haben. Dafür ein herzliches Dankeschön. Die Frau Kollegin Rössler hat das Engagement ihres Energiesprechers und Umweltsprechers erwähnt. Ich möchte auch das Engagement unserer Energiesprecherin erwähnen, die auch dafür gesorgt hat, wobei wir wissen, dass alle einen Beitrag leisten müssen, aber dass die Ausgewogenheit zwischen der Wirtschaft und den Haushalten auch gegeben ist, weil das ist auch ganz wichtig für einen funktionierenden Standort. Und den Standort darf man trotz Energiewende nie aus dem Auge verlieren, sondern muss immer den Standort bei der Energiewende mitdenken. Und das, denke ich, ist auch gelungen. Also dafür auch ein herzliches Dankeschön. Ja, wir haben uns schon einiges vorgenommen. 27 Terawattstunden bis 2030 ist ein großes Unterfangen. Und persönlich als Verfechter der Wasserkraft ist natürlich jetzt für mich ein kleines Tränchen dabei. Aber es ist so, dass ich sagen kann, dass es unter den Gesichtspunkten der Leistbarkeit, der Nachhaltigkeit und der Versorgungssicherheit mit Photovoltaik, mit Windkraft, mit Biomasse und mit Biogas natürlich auch möglich sein wird, diese 27 Terawatt zu erreichen. Und wir werden alles daran setzen und alle dabei unterstützen, dass wir dieses Ziel erreichen. Und zur Erreichung dieses Zieles ist es schon ganz interessant, wir müssen schon gerade im PV-Bereich einiges auf die Beine stellen. Weil wir brauchen 2 Millionen PV-Anlagen insgesamt bis zum Jahr 2030. Und das wird natürlich nicht nur die Wirtschaft ankurbeln, die Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Es wird auch eine große Herausforderung sein, dass wir die Flächen alle nutzen können, die uns angeboten werden. Das hoffe ich. Auch Windräder, 1200 Windräder brauchen wir bis zum Jahre 2030, dass wir die 2600 Volllaststunden, die hier notwendig sind, erreichen können. Aber ich bin mir sicher, wenn wir auch hier alle an einem Strang ziehen, dass dies möglich sein wird. Meine Damen und Herren, es wird ein Gesamtinvestitionsvolumen von 43 Milliarden bis 2030 aufgebracht werden. Davon ungefähr 25 Milliarden für die Anlagen und 18 Milliarden für den Ausbau der Netze. Und damit schaffen und sichern wir 100.000 Arbeitsplätze in diesem Lande und davon 20% bei den Energieversorgern und die anderen alle bei den privaten Unternehmen. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Signal. Nun kommt es bei diesem Gesetz auch dazu, dass die Produktion und Nutzung im Kollektiv über die Form von Energiegenossenschaften oder Energiegemeinschaften möglich ist. Und unter dem Motto reichhaltig, nachhaltig schaffen wir die entsprechende Rechtsgrundlage, dass diese Energiegemeinschaften auch lokal und regional den Strom erzeugen, verbrauchen, speichern und verkaufen können. Und das ist ganz was Wichtiges, weil ich denke, dass hier ein ganz wichtiger energetischer Wertschöpfung in der Region nämlich geschaffen wird und die auch in der Region bleibt. Und die ideale Form der Energiegemeinschaft ist meines Erachtens natürlich die Genossenschaft. Und hier ist es ganz besonders wichtig, dass wir hier ein Angebot schaffen, dass diese von den Bürgern, von den Betrieben, von den Unternehmen, von allen, die hier einen Beitrag leisten können, dass wir hier dieses auch in die Umsetzung bringen. Und gerade die Genossenschaft ist eine Form, wo das einfach, schnell, unbürokratisch geht zu gründen. Und es können alle, die hier einen Beitrag leisten wollen, dieser Genossenschaft beitreten. Eben, wie ich gesagt habe, vom Erzeuger über den Verbraucher, über die Betriebe, über die Unternehmen. Und es ist halt einfach so, es ist eine moderne Form der Plattformökonomie. Und das sollten wir auch in allen unseren Überlegungen weiter bedenken. Hier ist das kooperative Wirtschaften ein wesentlicher Punkt.
Und meine Damen und Herren, es ist erfreulich, dass auch schon die ersten Energiegenossenschaften gegründet wurden, nämlich unter dem Motto gemeinsam erfolgreich. Zum Abschluss. Ich glaube, wir schaffen hier wichtige Investitionen in die Energieinfrastruktur. Allerdings genauso wichtig ist eine moderne und sichere Straßen- und Verkehrsinfrastruktur, Frau Minister. Und deshalb mein Wunsch, schaffen Sie auch hier die notwendige Klarheit und Planungssicherheit im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger. Danke vielmals.